Ja, ich begrüße Sie zum zweiten Videopodcast zur Bruchrechnung. Und zwar wurde ich gebeten, inhaltlich mich ein bisschen mit der Division von Brüchen auseinanderzusetzen. Und darum geht es hier heute schwerpunktmäßig. Keine Sorge, es wird nicht so lang wie das letzte Video, sondern ich versuche mich hier auf diese Rechenoperation zu beschränken. Ja, wie war das eigentlich noch bei der Division von natürlichen Zahlen? Dort haben wir uns ja ausgiebig mit den Grundvorstellungen beschäftigt. Und ja, vielleicht können Sie mal für sich kurz rekapitulieren, welche beiden Grundvorstellungen waren das damals eigentlich und welche dieser Grundvorstellungen tauchen jetzt eigentlich hier wieder im Laufe der Division mit Brüchen wieder auf. Vielleicht stoppen Sie mal kurz, denken Sie noch mal drüber nach, also welche Vorstellungen der Division gab es und welche dieser Vorstellungen brauchen wir, wenn es darum geht, die Division durch Brüche einzuführen. Ja, ich werde hoffentlich die Präsentation für Sie so gestalten, dass diese Frage sich im Laufe der Präsentation für Sie beantwortet. Ja, beginnen wir mit einem kleinen Beispiel. Und zwar geht es hier um Katharina, die im Rahmen einer Hausaufgabe unter der ordnungsgemäßen Anwendung der Bruchregeln die Zahl 2 durch ein Viertel dividiert und kam dann zu der Lehrkraft, von der ich hier diese Geschichte habe, weil sie sich über das Ergebnis 8 wunderte. Wieso konnte das Ergebnis größer sein als der Dividend? Sie hatte doch geteilt. Die Lehrkraft versuchte ihr einsichtig zu machen, weshalb das, also im Bereich positiver Zahlen, bei Division durch Zahlen, die kleiner als 1 sind, so sein muss. Als Gegenbeispiel hielt sie der Lehrkraft aber vor, wenn man einen Apfel in Viertel teile, seien die Stücke aber kleiner als der Apfel. Und daraufhin eine weitere Belehrung, ja, zwischen dem Unterschied, sie wurde auf den Unterschied zwischen Teilen in und Teilen durch hingewiesen und resignierte scheinbar abschließend und meinte dann, okay, ich weiß jetzt, wie man das rechnen muss, aber du willst mir doch wohl nicht weismachen, dass man in der Mathematik logisch denkt. Ja, diese Szene wurde von Heimann in den 90ern in einem Artikel beschrieben und ja, ich finde, da steckt eine Menge drin. Nämlich auch hier wieder das Problem, was stelle ich mir eigentlich vor, wenn ich eine Rechenoperation durchführe? Und scheinbar hat hier Katharina eben das Problem, ihre Vorstellungen, die sie aus der Division mit natürlichen Zahlen erworben hat, hier auf die Division mit rationalen Zahlen zu übertragen. Stichwort Grundvorstellungsumbrüche. Also hier muss der Unterricht so gestaltet sein, dass in ihm diese Brüche, ja, also die Vorstellungen, die hier in die Brüche gehen, im Umgang mit den Brüchen, dass diese gezielt thematisiert werden. In dem Fall ist der Umbruch bei der Division im Bereich der natürlichen Zahlen, wird der Quotient halt immer kleiner und jetzt auf einmal wird der Quotient immer größer. Und ja, wie gesagt, dieses Phänomen sollte man gezielt thematisieren. Diejenigen, die bei mir in den Kursen waren, erinnern sich dann jetzt vielleicht nochmal an das, was ich dort mantramäßig immer von mir gegeben habe, wenn es darum ging, Vorstellungen bzw. Fehlvorstellungen zu thematisieren, dass es nicht hilft, einfach mit weiteren Beispielen auf einer sprachlichen Ebene mit den Kindern zu arbeiten, sondern dass man hier einen Wechsel der Repräsentationsebenen vollziehen sollte, um hier den Kindern verständlich zu machen, wo sie ja hier falsch gedacht haben. Ja, und dieses Denken und dieses, wie stelle ich mir eigentlich so eine Operation vor, kann und sollte auch eine entsprechende Aufgabe für Schülerinnen und Schüler sein, was zum einen für sie als Lehrkräfte ein diagnostisches Instrument sein kann, also dass sie quasi aus diesen Schülerantworten herauslesen können, haben denn meine Schülerinnen und Schüler diese Operation denn wirklich verstanden? Oder ja, ist es so ähnlich wie bei Katharina? Ich habe verstanden, oder ich weiß jetzt, wie ich es rechnen muss, aber verstanden habe ich es nicht. Ja, und insofern wäre es durchaus legitim, eine solche Geschichte auch mal im Unterricht einzusetzen,
und folgende Aufgaben an die Schülerinnen und Schüler zu stellen, also so einen kleinen Antwortbrief zu verfassen. Was würdest du, Katharina, sagen? Kannst du ihre Denkweise nachvollziehen? Woran hat sie wohl gedacht? Und ja, kannst du hier irgendwie eine Geschichte so oder eine Rechnung in eine Geschichte so zu übersetzen, dass man sich über das Ergebnis nicht wundern muss? Ich habe hier ein paar Beispiele mitgebracht und die jetzt so auf unterschiedlichem Niveau erkennen lassen, was die Kinder hier geantwortet haben. Das erste Kind schreibt, wenn man 2 durch ein Viertel rechnet, dann wird der Kehrwert gemacht. Und das heißt, 2 Ganze mal 4 Ganze gleich 8 Ganze gleich 8. Und so hat sie das Ergebnis 8 bekommen. Also diese Antwort mutet sehr, sehr technisch an, sehr regelhaft. Und ob jetzt nun dieses Kind tatsächlich verstanden hat, was Dividieren durch einen Bruch bedeutet, ja, wage ich jetzt hier mal aufgrund dieser Einäußerung ein bisschen zu bezweifeln. Klar, weiß man nur aufgrund einer Schüleräußerung jetzt nicht, wie das ganze Kind leistungsmäßig einzuschätzen ist, aber es lässt schon tief blicken, dass hier einfach diese Regel wiedergegeben wurde. Ja, anders ist vielleicht unten die letzte Darstellung. Wenn man 2 durch ein Viertel teilt, dann kriegt man 8 Teile raus, nicht 8 Ganze. Das ist schon mehr auf der Verständnisebene, also dass es eben anders ist als bei den natürlichen Zahlen, wo wir eben eine Menge natürlicher Zahlen haben, die wir aufteilen oder verteilen. Das haben wir hier die beiden Grundvorstellungen jetzt hier nochmal angesprochen. Genau, und es kommen eben, ja, Teile dieser Menge als Quotient heraus. Und dennoch sind das aber eben ja jeweils für sich genommen Ganze, also ja, Teilmengen der Ausgangsmenge, die dividiert wurde. Und bei der Division natürlicher Zahlen durch Bruchzahlen, also so wie das Beispiel hier eben sich darstellt, bekomme ich eben Anteile raus. Und ja, so wird eben aus Zweien, wenn ich sie jeweils viertel, eben 8 teile. Genau. Ja, kannst du ihre Denkweise nachvollziehen? Woran hat sie wohl gedacht? Naja, weil ich genauso denke, ist dann die erste Antwort oben. Und ja, hier wird sich so ein bisschen solidarisiert mit Katharina. Und ja, es wird klar, dass die Kinder hier durchaus nachempfinden können, weil sie ebenfalls Schwierigkeiten haben. Und ja, andere Kinder, die das aber soweit schon verinnerlicht haben und diesen Grundvorstellungsumbruch ja in dem hier gezielt in den Blick nehmen. Wenn man eine natürliche Zahl mit einer natürlichen Zahl dividiert oder durch eine natürliche Zahl dividiert, dann wird das Ergebnis immer kleiner. Ja, also hier wird dieser Grundvorstellungsumbruch gezielt in den Blick genommen, den Katharina scheinbar nicht vollzogen hat. Ja, also das sind so Überlegungen, die man zum Einstieg, wenn es darum geht, die Division durch Brüche zu thematisieren, auch auf jeden Fall auch im Unterricht mal anstrengen sollte, gegebenenfalls mit passenden Anschauungsmaterialien, um hier eben klarzumachen, die Division bei den rationalen Zahlen ist was anderes als die Division bei den natürlichen Zahlen. Ich werde das jetzt in den nächsten Folien noch ein bisschen konkretisieren und da mal von ja, einigen Fällen oder von 2 Fällen ausgehen, wie sie dann im Unterricht auch so hierarchisch aufgebaut sind, nämlich zunächst erst einmal mit dem Fall Bruchzahl durch natürliche Zahl, was noch ja, ganz gut darstellbar ist und wo es dann ein bisschen schwieriger wird und wo daher auch die Kehrwertregel daraus folgt, nämlich der Fall Bruchzahl durch Bruchzahl. Damit werde ich dann diesen kleinen Videopodcast heute beschließen. Ja, dieses Beispiel Bruchzahl durch natürliche Zahl lässt sich sehr gut anknüpfen an die Grundvorstellung der Division, die die Schülerinnen und Schüler im Bereich der natürlichen Zahlen aufgebaut haben. Was jetzt hier für eine Grundvorstellung zum Tragen kommt, ist nämlich das Verteilen. Konkret kann das folgendermaßen thematisiert bzw. gestaltet werden. Ich habe hier einen Messbecher, in dem ist ein Dreiviertel Liter Flüssigkeit enthalten und ich möchte ja, diese
Menge in drei Behälter aufteilen, wie viel Milliliter oder wie viel Liter Flüssigkeit ist dann in jedem dieser aufgeteilt oder verteilten Behälter dann drin. Und ja, man kann das eben sehr schön hier dann darstellen. Ich verteile die 3/4 Liter auf diese anderen Messbecher und in jedem Behälter ist dann 1/4 Liter Flüssigkeit drin enthalten. Ein bisschen weiter formalisiert sehe das dann so aus, in der Zeile darunter, 3/4 geteilt durch 3. Und ja, ich würde dann die Zahl oder den Bruch 3/4 Nenner mit 3 multiplizieren. Oben habe ich ja dann den Zähler 1, habe dann den Bruch 3 mal 1 und 4 mal 3 und kann dann am Ende zusammenkürzen und bekomme dann das Ergebnis 1/4 heraus. Ja, erfahrungsgemäß ist die Division von Bruchzahlen, also der Fall natürliche Zahl durch Bruchzahl beziehungsweise nachher Bruchzahl durch Bruchzahl, die für Schülerinnen und Schüler am schwierigsten zu verstehende Regel in der Bruchrechnung. Anwenden kann sie jeder, also mit dem Kehrwert mal nehmen. Das ist etwas, was jeder Schüler, jede Schülerin sehr schnell verinnerlicht. Aber warum das funktioniert, dieses Verständnis, das ist doch schwierig aufzubauen und wie man da vielleicht vorgehen kann, möchte ich jetzt hier auf den nächsten Folien erläutern. Ja, es gibt 4 verschiedene Einführungswege, die in der Didaktik diskutiert werden. Den Bereich oder die Themen Umkehroperationen und Doppelbrüche, die würde ich vernachlässigen, weil die ja vom Vorstellungsaufbau weniger tragfähig sind als die Grundvorstellung oder die Zugangswege Messen und Gleichungsketten. Und insofern möchte ich mich jetzt hier auf diese beiden Grundvorstellungen Messen bzw. Gleichungsketten vorrangig stützen, um die Kehrwertregel herzuleiten. Ja, fangen wir das mit dem Messen an. Und ja, wenn Sie sich zurückerinnern, wie wir die Division eingeführt haben in Klasse 2, dass es da um diese beiden Grundvorstellungen aufteilen und verteilen ging, geht es jetzt hier auch darum, diese Vorstellung wieder aufzugreifen und gerade das Aufteilen, also wie oft passt B in A hinein, kommt jetzt hier wieder zum Tragen. Bei den natürlichen Zahlen haben wir die Aufgabe 12 geteilt durch 3 folgendermaßen ja anschaulich erklären können, wie oft passt die 3 in die 12. Oder eben als Messprozess, man kann sich vielleicht vorstellen, eine 12 Meter lange Strecke und man hat einen Stab, mit dem man die Strecke noch ausmessen möchte oder eben eine Fußleiste, die 3 Meter lang ist und ich frage eben, wie oft passt denn dieser Stab in diese Länge der Wand hinein, um herauszufinden, wie viele Fußleisten ich dort anbringen kann. Also diese Vorstellung, die wir aus dem natürlichen Umgang mit den natürlichen Zahlen kennen, greifen wir wieder auf und ja, können dort verschiedene Messprozesse durchführen. Und interessant ist es, wenn man hier die beiden Zugangswege Messen und Gleichungsketten so ein bisschen miteinander vermischt. Die anschauliche oder ein gut zu verstehender anschaulicher Zugang ist der folgende, den ich mal hier aus einem Schulbuch raus kopiert habe. Man hat hier ein Fass mit einem Getränk, mit Brause. 20 Liter sind dort drin und es gibt verschiedene Möglichkeiten, die jetzt hier durchdacht werden sollen, um jetzt diese Menge aus dem Fass in verschiedene Flaschen aufzuteilen. Ich habe zunächst erst einmal die großen Flaschen mit 2 bzw. 1 Liter. Also hier haben wir dann den Divisor, ist da hier eine natürliche Zahl. Und da ist dann, taucht hier eben etwas auf, was eben den Kindern eben aus dem Umgang mit natürlichen Zahlen eben bekannt ist. Der Quotient wird halt kleiner. Also wenn ich 20 Liter Flüssigkeit auf 2 Liter in 2 Liter Flaschen fülle, kann ich damit 10 Flaschen füllen. Das wird aber mehr, ich kann eben mehr Flaschen füllen, wenn die Flaschen kleiner werden. Wenn ich 1 Liter nehme, dann passt natürlich, oder kann ich 20 Flaschen mit dieser Flüssigkeit
füllen. Und so verändert sich halt, je kleiner die das Fassungsvermögen der Flaschen wird, natürlich die Anzahl der Flaschen. Bei einem halben Liter sind es dann entsprechend dann 40 Flaschen, die ich füllen kann. Und bei 20 Litern haben wir dann schon 80 Flaschen. Quatsch, bei einem Viertelliter Flaschen haben wir dann schon 80, die wir entsprechend füllen können. Also die Kinder erkennen dann gerade an diesem Gegenüberstellen von Division durch natürliche Zahl und Division durch Bruchzahl, dass dann der Quotient nachher immer mehr wird, je kleiner eben die Flasche wird, in wen ich die Flüssigkeit nachher umfülle. Und diese Anschaulichkeit, eben den Übergang zwischen natürlicher Zahl und Bruchzahl, das sollte man eine ganze Zeit lang beibehalten, um hier die Anschauung möglichst tragfähig den Kindern dass die Kinder Möglichkeit haben, diese Anschauung zu verinnerlichen. Also, was ist der Unterschied zwischen der Division und natürlicher Zahlen und Bruchzahlen? Also, da kommen hier diese Gleichungsketten, wie gesagt, zum Tragen. Was gleich ist, ist, dass der Dividend bei allen Aufgaben unverändert 16 bleibt. In dem Beispiel hier, eben hatten wir ja das Fass mit den 20 Litern, hier ist jetzt die Gleichungskette mit der Menge 16 als Dividend vorgegeben. Und dann wird der Divisor jeweils halbiert. So, und wenn ich 16 durch 8 dividiere, kommt 2 heraus. Wenn ich den Divisor halbiere und habe dann 4, ne, dann kommt 16 durch 4 sind 4. Ich halbiere den Divisor weiter, bekomme 2 heraus. 16 durch 2 sind 8. 16 durch 1 sind 1. Und dann kommen wir, wenn ich weiter teile, in den Bereich der rationalen Zahlen. 16 geteilt durch 1,5, ne, ähnlich wie das eben gerade mit den Limonadeflaschen war, dass ich wenn ich durch einen Stammbruch dividiere, dass ich dann dort, in dem Fall hier durch 1,5, immer das Doppelte herauskomme, beziehungsweise analog, wenn ich das dann weiterführe, bei ein Drittel das Dreifache, bei ein Viertel das Vierfache und so weiter und so weiter. Also dieser erste Zugang, die Mengen und am besten halt Größen als Ausgangspunkt nehmen, durch Stammbrüche zu teilen und festzustellen, ob ich jetzt nun durch den Stammbruch dividiere oder eben mit der Zahl im Nenner, ja, also der 2, 3, 4, was auch immer, multipliziere, das ist egal, es kommt immer das Gleiche heraus. Genau, und diesen Zugang sollte man dann so lange wie möglich beibehalten, um dann den Kindern zu verdeutlichen, wenn ich durch einen Stammbruch dividiere, dann ist das eben gleichbedeutend mit der Multiplikation, mit der Zahl, die sich im Nenner befindet. Wenn es jetzt aber dann in einem Schritt weitergehen soll, wenn man herausfinden möchte, wie häufig beispielsweise jetzt hier in dem Beispiel 12 Liter, wie oft kann ich die drei Viertel in diese 12 Liter hineinpacken, ja, dann kann man die Kehrwertregel in zwei Schritten herleiten. Wir fangen erstmal an mit dem Stammbruch, also drei Viertel ist ja der Stammbruch ein Viertel und dann kann man den bekannten Fall ja hier thematisieren, also ein Viertel Liter passt 48 Mal in die 12 Liter, denn 12 geteilt durch ein Viertel ist das gleiche wie 12 mal 4, ist also 48. Jetzt wollen wir aber diese Limonade oder was auch immer wir hier haben, diese 12 Liter nicht in ein Viertel Liter Behälter umfüllen, sondern in Dreiviertel Liter Behälter. Das heißt, drei Viertel ist dreimal so viel wie ein Viertel Liter. Deswegen also drei Viertel Liter nur ein Drittel mal so oft in die 12 Liter, also 16 Mal. Ich muss also die 48 nochmal durch drei teilen am Ende. Also so ist der Weg. Ich will wissen, wie oft passt die drei Viertel Liter in die 12 Liter hinein. Ich gucke, der Stammbruch, also ein Viertel Liter, passt 48 Mal hinein. Es sollen aber drei Viertel Liter sein, also nochmal durch drei dividieren. Das sind dann 16 Mal. So oft passt dann dieses Behältnis in diese 12 Liter hinein. Insgesamt erhält man also dann als Rechnung 12 geteilt durch drei Viertel ist dann das gleiche wie 12 mal 4. Das war das erste mit dem ein Viertel mal nehmen. Aber weil es ja drei Viertel sein sollen, wird jetzt hier durch 3 dividiert.
Das ist das gleiche wie 12 mal 4 Drittel, gleich 16, in dem Fall hier Gefäße. Und wenn man diese Relation immer wieder herstellt, dann kann man den Kindern dann sehr gut verdeutlichen, anstatt jetzt hier immer durch 4 und erstmal 4 und durch 3, ne, diesen Doppelschritt zu machen, also anstatt durch 3 Viertel zu dividieren, kann man auch mit 4 Drittel multiplizieren. Also diese Kehrwertregel anhand dieser konkreten Beispiele verdeutlichen und gerne auch sich hier die Zeit nehmen, das sehr anschaulich und sehr langfristig, dieses Nebenher von ich multipliziere erst und dann dividiere ich und dann vereinfache ich das nachher in diese Multiplikation mit dem Kehrwert, um einfach klarzumachen, dass sich hier das um die gleiche Operation handelt.